Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video bewege ich mich vermutlich wieder einmal an den Grenzen des Sagbaren, aber ich versuche meine Ausführungen auf ein Fundament von beschreibender und normativ neutraler Ethik, die sogenannte deskriptive Ethik, zu stellen, um so dann mittels der normativen Ethik eine fundierte Kritik moralischer Urteile und herrschender Normen anzuführen. Es ist so, der liberale Denker Isaiah Berlin hat seinerzeit im 20. Jahrhundert ausgeführt, dass so wie eine Demokratie dem einzelnen Staatsbürger zahlreiche Freiheiten vorenthalten kann, die er in einer anderen Gesellschaftsform möglicherweise genießen könnte, es auch durchaus vorstellbar ist, dass ein liberal gesonnener Despot seinen Untertanen ein großes Maß an Freiheit einräumt. Und als Beispiele führt er Friedrich den Großen in Preußen und Joseph II. In Österreich an. Jedenfalls versteht Isaiah Berlin als Massenneurose der Menschen seiner Zeit die sogenannte Agoraphobie, wonach die Menschen Angst vor der Desintegration haben, vor zu wenig Führung. So verlangen die Menschen nach Ordnung, Sicherheit, Organisation, klar erkennbarer Autorität, während die Aussicht auf zu viel Freiheit sie erschreckt und in ein Vakuum stürzt, in eine Wüste ohne Wege, ohne Wegweiser und ohne Ziele. Zu viel Freiheit ermöglicht es, dass Menschen arrogante Überlegenheit, Selbstbewunderung und Selbstverliebtheit, ein ausbeuterisches Verständnis und Anspruchsdenken und im weiteren Sinne das Bedürfnis nach leitenden und autoritären Positionen erfolgreich anstreben können. Vereinfacht gesagt, dass machtgeile Menschen in die Politik kommen, die ihre politischen Zieldefinitionen allein unter dem Aspekt der Machtsteigerung aufstellen. Ganz nach dem Motto, nach der Wahl ist vor der Wahl. Was das Beste für das Volk ist, das sie eigentlich vertreten sollten, das ist diesen Narzissten vollkommen egal. Nun ist es so, dass eine Demokratie nach Aristoteles insofern als schlechte Herrschaft gilt, als ihr oberster Wert die Freiheit ist, die als Bindungslosigkeit und Unverbindlichkeit verstanden wird. Vor dem Hintergrund, dass in einer Demokratie vor allem Demagogen das Sagen haben, die das Volk durch kurzfristige Gefälligkeiten auf ihre Seite bringen, die jedoch nicht das langfristige Wohl des Staates beabsichtigen, ist es wichtig zu verstehen, dass eine solch radikale Demokratie jederzeit in eine Tyrannis umschlagen kann. Und dass wir uns heutzutage inmitten einer solchen radikalen Demokratie befinden, das hat der Politikwissenschaftler Colin Crouch mit der These von der Postdemokratie versucht deutlich zu machen. So finden zwar Wahlen immer noch statt, allerdings würden Wahlkämpfe vor allem von Vertretern der Öffentlichkeitsarbeit bestimmt und die reale Politik unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, nämlich von Regierungen und Eliten, die sich vor allem an ökonomischen Interessen zu Lasten des einzelnen Bürgers orientieren. Das bedeutet, dass Medien ihre aufklärerische und bildnerische Aufgabe für die Politik nicht mehr wahrnehmen. Unterhaltung wird durch Information ersetzt und Stimmungen, respektive suggestiv vermittelte Sympathien und Antipathien zu etwas oder zu jemandem ersetzen Inhalte. Um hier nur ein Beispiel zu geben, im Januar 2015 trat ohne große Medienpräsenz das sogenannte Sanierungs- und Abwicklungsgesetz in Kraft, das eine entschädigungslose Enteignung von Bankeinlagen durch den Staat ermöglicht. Und im Gesetz selbst, genau genommen in Paragraph 5, ist geregelt, dass über dieses Gesetz Verschwiegenheit herrschen muss. Und warum das Ganze? Um eine Kapitalflucht der Bürger zu verhindern. Im Prinzip sind genau das erste Tendenzen in Richtung Tyrannis nach Aristoteles, denn der Gesetzgeber respektive Herrscher maßt sich an, dass er glaubt zu wissen, was für die Menschen am besten ist. Das ist die gleiche Rechtfertigung, wie sie unter anderem Diktatoren und Inquisitoren verwenden. Aber was ist die Alternative, die vielleicht das Ergebnis einer sozialen Revolution sein könnte, die ganz nebenbei bemerkt das Grundgesetz ganz offiziell ablösen kann?
Es ist Freiheit, die auf liberalen Beziehungs- und nicht auf autoritären Erziehungskonzepten basiert. Denn indem Menschen keine unbewussten Objekte von Erziehungs-, Bildungs-, Arbeits- und sonstige Absichten und Interessen, Maßnahmen und Behandlungen, Bewertungen und Erwartungen sind, stärken sie schlussendlich die Wahrnehmung ihrer Würde, die eben immer als unantastbar gelten sollte. Noch mehr politische Unkorrektheiten, die gibt es in meinem neuen Buch Jahrhundertchance Silber. Und wenn ihr allgemein noch mehr Videos von mir sehen möchtet und ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen möchtet, dann abonniert jetzt diesen YouTube-Kanal und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt diesem Video jetzt einen Daumen nach oben und wir sehen uns in jedem Fall sehr gerne im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute, auf bald!